Wir werden jetzt ein neues RTS antesten heute zum ersten Mal, nämlich Stormgate. Das ist von unter anderem, also nicht nur, aber auch ehemaligen Blizzard-Entwicklern, die damals an Warcraft 3 und an Starcraft 2 mitgewirkt haben. Frost Giant haben die sich genannt. Und das ist jetzt schon seit einigen Jahren in Entwicklung. Ich habe auch schon mehrmals in den letzten Jahren darüber berichtet, also eigentlich seitdem die das angekündigt haben, immer mal wieder reingeschaut. Und das ist jetzt, das kommt jetzt noch nicht raus, aber die möchten in diesem Jahr in den Early Access gehen. Mm. Ne, das ist so das Ziel. Aktuell gibt es eine Alpha, der später immer mal wieder so on-off zu spielen. Ich habe auch direkt reingeschaut zu Beginn, habe aber gemerkt, so offstream will ich das gar nicht so viel spielen. Habe dann aber über Zeit immer, wenn ein neuer Patch kam, neues Update, ne, weil das war letztes Jahr, irgendwann ging es los, habe ich immer mal geguckt, okay, wie schnell verändert sich das Spiel, ne, weil das ist immer total interessant zu sehen, wie ist der Stand und einen Monat später, wie ist der Stand dann. Und vor allem auch, wie gebalanced wird und so weiter. Ja, Balance ist erstmal noch gar nicht so wichtig, weil am Anfang sieht natürlich alles, also wenn du so ein Spiel siehst, was halt so eine Entwicklung ist, dann siehst du halt erstmal, okay, das ist alles noch nicht gepolished. Erstmal, ja, genau. Ne? Du siehst halt, okay, irgendwie da sind Platzhalter, die Animation funktioniert noch nicht, der Sound ist noch nicht da und sowas. Ne? Und dann siehst du so, was alles reinkommt. Und dann natürlich auch so Gameplay-mäßig, ne? Also wie ist das Gameplay? Bevor wir überhaupt darüber gesprochen haben, dass wir es vielleicht streamen werden, ja, habe ich halt einfach ein paar Games gemacht. Und ja, es macht tatsächlich Spaß. So, das ist erstmal das Erste. Mhm. Es ist aber natürlich noch kein fertiges Spiel. Und es wird auch lange Zeit kein fertiges Spiel sein. Man merkt aber, die Basics sind da. Also wie fühlt sich es an, einfach das Spiel zu lenken? Das ist natürlich die Messlatte, ne? Also wie responsive funktioniert alles? Also wie klickt man die Units dort hin, wie microt man das, wie bewegen die sich einfach und so weiter und so weiter. Da ist die Basis halt erstmal sehr gut. Man merkt so, alles was quasi darunter liegt, das funktioniert. Das fühlt sich bereits smooth an. Aber es ist halt in Entwicklung, deswegen erwartet ihr kein fertiges Spiel, ne? Wir müssen euch jetzt hier heute zeigen. Aber die Foundation sozusagen, die ist schon ziemlich solide. Versus gibt's, das werden wir heute spielen. Mhm. Es gibt einen Koop-Modus, der ist auch schon, den kann man schon testen. Es wird eine Kampagne geben zum Release natürlich. Ne? Ja. Ich weiß noch nicht, ob die im Early Access verfügbar sein wird. Wahrscheinlich vermutlich nicht, oder? Vielleicht. Aber vielleicht mal so ausgewählte Missionen, aber... Vielleicht so der erste Teil? Ja, ja, genau, ne? Sowas. Koop soll es geben, weil, wer es gar nicht weiß, StarCraft 2 tatsächlich ja noch immer am aktivsten, auch über die ganzen letzten Jahre eigentlich der Koop-Modus. Mhm. Also es gibt gar nicht so viele Try-Hard-Multiplayer-Spieler in StarCraft. Allgemein in RTS gibt es relativ wenige Try-Hard-Multiplayer-Spieler. Das war schon immer so. Die Casual-Audience ist immer viel, viel größer. Frost Giants versucht jetzt halt einen Mix. Die wollen sowohl einen kompetitiven Multiplayer als auch einen Koop-Modus. Mhm. Und der Koop-Modus, der ist halt so angelehnt an den Koop-Modus aus StarCraft 2 mit Heroes. Und im Multiplayer-Modus gibt es dafür keine Heroes. Erinnert eher an StarCraft 2, das Gameplay. Es ist aber, du bist viel schneller im Game. Du hast kein richtiges Early Game. Genau. Es geht einfach direkt los. Das haben die ja immer weiter verkürzt über die Jahre. Genau, es hat weniger Makro, also weniger Basenbau, weniger Ressourcen sammeln. Es geht einfach direkt los und du kannst direkt kämpfen. Mhm. Die Time to Kill für Units ist ein bisschen niedriger als StarCraft 2. Okay. Aber auch nicht viel. Also es fällt noch immer alles ziemlich schnell um. Warcraft 3 hat ja zum Beispiel eine sehr hohe Time to Kill. In Warcraft 2 spielst du übrigens auch immer nur so mit im Idealfall 49 Supply. So eine Mechanik gibt es jetzt hier bei Stormgate nicht. Das heißt, sehr große Armeen, alles ist relativ günstig. Allgemein würde ich sagen, das Spiel ist mehr StarCraft 2 als Warcraft 3, also deutlich. Mhm. Da gibt es jetzt zwei Fraktionen. Genau. Hier einmal die Vanguard, das sind so die Menschen. Also wie die Terraner in StarCraft. Und es gibt Infernals. Das sind so die Gegenspieler. Ah, okay. Ich sehe auch gerade jetzt schon ein bisschen gespielt. Ne? Du hast ein paar Ranking Points. Genau, das ist auch... Die machen wir, also die will ich gar nicht spielen. Mhm. Aber wäre cool, wenn du die spielen könntest. Ja, kannst du mal ausprobieren. Beides mal ausprobieren auf jeden Fall. Ja, also ich habe die gespielt, die machen mir gar keinen Spaß. Also wirklich null. Aber macht auch Terraner in StarCraft. Hat mir nie Spaß gemacht. Also habe ich nie gemocht. Die sind sehr microintensiv. Mhm. Infernals sind eher so ein bisschen wie Zerg tatsächlich. Die können sehr schnell günstige Armeen produzieren, ne? Also noch viel schneller als in StarCraft 2. Die mag ich recht gerne. Aber ich muss sagen, es wird auf jeden Fall mindestens eine dritte Fraktion geben. Und ja, genau, genau. Ich bin sehr gespannt, was es da noch gibt. Bei den Infernals machen mir schon Spaß, aber natürlich hätte ich gerne
auch noch eine Fraktion, die so ein bisschen an die ja, so, Protoss angeht. Ja, so ein bisschen in die Richtung geht. So ein Hybrid aus beiden vielleicht. Ja, das wäre halt cool. Bin ich sehr gespannt, was da kommt. Die Mechaniken sind relativ easy. Ich mache einmal kurz eine Erklärrunde. Oh, ich bin gespannt. Ich versuche erstmal alles zu erklären, was ich weiß. Ja. So sieht es gerade aus. Das UI, also unten das Interface sieht interessant aus. Ja, ist noch alles, man sieht alles sehr raw. Ja, ja. Ne? Also ja, wie gesagt, voll. Das ist kein fertiges Spiel. Das UI hier sind einfach, da ist noch keine Art oder so drauf. Ne? Also das ist hier alles sehr, sehr raw. Es gibt erst einmal zwei Ressourcen. Ne? Und man hat direkt Zugriff auf beide. In Warcraft 3 gibt es Gold und Holz. Das hier sieht eher aus wie eine Goldmine aus Warcraft 3. Ne? Und es gibt Holz in Warcraft 3. Und in Starcraft gibt es Vespingas. Das hier erinnert ein bisschen eher an Vespingas, weil man hat quasi ein Vorkommen, was direkt neben der Basis ist. Ne? Man muss kein Holz hacken oder so. Und beide Ressourcen sind super schnell zugänglich. Das heißt, man kann eigentlich sofort anfangen zu bauen. Die werden auch super schnell gemeint, so von den Workern. Es wird super schnell gemeint. Ne? Also man hat direkt super viele Ressourcen. Genau, und das ist so die erste Map. Das ist auch die einzige, die man gerade spielen kann, wenn man laddert, sozusagen. Okay. Also da ist noch keine Map-Rotation. Es gibt ja mal in Custom Games, es gibt schon verschiedene. Ne? Also ich würde auch gerne ein paar verschiedene heute spielen. Mhm. Das Map-Layout ist eher so ein bisschen wie StarCraft 2 Maps, aber auch nicht super vergleichbar. Man hat aber zumindest eine Fast-Expanded-Möglichkeit. Ich bin jetzt in Fernitz. Man sieht ja auch, man hat nur 12, nicht Villager, Worker, irgendwas, ne? Imps heißen die. Mhm. Die kann ich einfach rausboosten und man sieht so, wie das ist so die Mechanik von den Fernitz. Ne? Ja. Die bauen dann einfach instant. So, es gibt ein Problem. Dear Mr. und Mrs. Frost Giant, we are the Germans and we have a very strange keyboard layout. Yes, it's and QWERTY. Because of that, we have the Z key, whereas the Y key on your keyboard. This is actually a very bad default key for German keyboards. Please give us a possibility to change this key, because it's very bad to press. Okay, so einmal das musste ich loswerden. Sehr gut, wichtig. Wir sehen hier, wir haben Supply, also Food. Es gibt sowas wie Supply Depots. Da muss ich erstmal gucken. Hier, Meat Farm heißen die hier. So, zack, ne? So Standard. Wir versuchen hier ein bisschen von der zweiten Ressource auch was zu bekommen. So, was ist hier los? Ich kann nicht mehr scrollen. Hallo? Scheiße, ich bin verbuggt. Hey! Gehen wir nochmal auf Escape? Hä? Jetzt komm rein, vielleicht? Ich bin komplett verbuggt. Hast du Edge Scroll vielleicht ausgemacht bei Gameplay? Mal Fullscreen, oder? So? Nee, Edge Scroll hast du drin, ne? Ich bin verbuggt, oder? Ich glaube, es ist verbuggt. Guck mal, direkt einen Bug, den wir reporten können. Aber ich kann hier Pfeiltasten. Nice. Ja, gut. Dear Mr. and Mrs. Stormgate, we got a second bug you need to fix. Hatte ich noch nicht. Okay, so, jetzt nochmal die erste Runde hier. Wir spielen in Fernitz. Nein, ich spiele gar nicht in Fernitz. Jetzt spielen wir die anderen. Vanguard, habe ich die gepickt? Ich weiß nicht. So, Vanguard. Oh, was? Haben einen Hund, guck mal. Scout. Oh, wuff. Der Scout ist broken. Den musst du direkt rüberschicken, Leon, ne? Wenn du mich gleich spielst. Ich gebe dir jetzt direkt Tipps, ja? Ja, ja. Wie du gegen Infernus spielst. Gut. Also der Hund, wenn du ihn direkt rüberschickst, dann kann er den Worker catchen, der zur Expansion werden soll. Aha. Das heißt, wenn der Expansion first spielt, dann kannst du den direkt kaputt machen. Weil das ist nicht so wie Probe gegen SCV oder so, sondern der Hund, der dominiert einfach. Geil. Das heißt, direkt rüber gegen Infernals und hier den Worker snacken. So, ja, man sieht hier die Vanguard, die bauen ganz normal, ne? Also die sind so ein bisschen eher wie Terraner. Mhm. So, der Hund, ne? Da geht's scouten, der ist krass. Der Gegner. Oh, der hat auch einen Hund. Ja. Gucken, welcher Hund gewinnt. Boah, mein Hund hat gewonnen. Geil. Regeneriert er oder muss er repariert werden? Nee, ich glaube, die bleiben. Okay. Tatsächlich. Die Infernals regenerieren übrigens auf ihrem Creep. Okay, ja. Was ist der, wenn du auf deine Hauptbasis gehst, der Z-Hotkey da? Das ist so ein Schild, das ist gegen Rushes. Sehr stark. Oh, okay. Also ich könnte jetzt, bei einem Rush könnte ich jetzt gar nicht mehr kämpfen. Wenn der kann die ziehen quasi. Mhm. Und richtig gut jetzt mit den Kämpfen. Und das gilt auch auf deine eigenen, also auf deine anderen Units. Ne? Ah, okay. Ja, ich glaube, Fast Expansion ist auf jeden Fall gut. Mhm. Kann man mit mehreren schrauben? Ah, guck mal. Ja. Also wie Human aus Warcraft 3. Mhm. Und das ist die erste Unit. Lancer. Oh. Ist ein bisschen wie ein Zealot. Mhm. Also man muss halt irgendwann anfangen, die zweite Ressource auch zu holen. Mhm, aber brauchst nicht so früh. Genau, und es ist übrigens noch nicht alles unlocked. Es gibt ja mal Tier 1, Tier 2, Tier 3. Mhm. Und Tier 3 fehlt noch komplett. Okay, das ist noch nicht im Spiel drin quasi. Genau, das ist quasi nur Tier 2 Units und Tech. Man kann quasi ein bisschen Bio spielen.
oder Mech. Also die sind eigentlich wie Terran. Ja, ja. Nur halt mit neuen Units. Und halt neuen Mechanics. Weißt du, was richtig broken ist? Was denn? Ich zeig dir jetzt direkt, was broken ist. Okay, ja? Hau raus. Also du musst halt Mech, ja, so schnell wie möglich auf den Mech. Mhm. Ist aber risky, weil dann kann ich nicht rushen. Aber die sind absolut broken. So, hier, Leon. Hedgehog. Das ist eine absolut broken Unit. Hedgehog. Ich habe die ersten Spiele, die ich gemacht habe, habe ich einfach nur gegen Hedgehogs verloren. Der hat nichts anderes gebaut und ich konnte nichts machen. Womit würdest du die am ehesten vergleichen, so, wenn wir auf StarCraft gucken? Das sind quasi Cyclones. Mm, okay. Aber die schießen nur für einen bestimmten Moment, also so Burst. Mhm. Und sind halt viel schneller. Das sind quasi, also das sind wie die, kennst du aus StarCraft 1 Vultures? Ja, ja. Vultures? Vultures? Die Vultures, ja. Und ja, die aber wie Cyclones. Oh, okay. Also das, ich weiß noch nicht, ob diese Unit, ob das eine gute Idee ist. Um ehrlich zu sein. Guck, wie schnell die sind. Das ist quasi wie Hellions im Prinzip. Genau, wie Hellions, aber wie Cyclones. Ja, so ein Hybrid aus beiden. Und die machst du. Das Wichtige ist, dass du keine verlierst, weil du musst einen richtigen Deathball haben. Und dann kannst du Unendlichkeiten. Also du kannst mir komplett auf den Sack gehen. Das klingt perfekt. Ne? Und einfach nur immer so. Aber die schießen nicht in der Bewegung, oder? Die müssen schon stehen bleiben zum Schießen. Die schießen in Bewegung. Ich Was? Weiß aber nicht, ob die los. Also ich habe die noch nie selber gelenkt. Ja. Aber pass auf. Tech Move. Ah, okay. Kannst nichts machen. Mhm. Kannst einfach die ganze Zeit so spielen. Absolut broken. Das ist nett. Was willst du machen? Und ich stehe mit meinen Infernal Units. Na, natürlich makro ich jetzt nicht in dem Moment. Das ist natürlich der Nachteil. Aber wenn du halt schnell bist. Ne? Sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Broken einfach, ist gut. Einfach maßen. Ey. Und ich habe nichts. Ja. Auch gar nicht so leicht, die zu lenken. Tatsächlich. Ja. Also muss man schon. Die fahren auch immer so ein Stück rein, wenn du quasi einen Attack Move nach vorne machst. Ja. Vulcans gibt's. Die können so chargen und Bäume niederchargen vor allen Dingen auch. What? Ja, hier sowas. Es gibt über so Bäume. Die kannst du niederchargen. Okay. Und dann gibt's so ein bisschen wie Warcraft 3-mäßig so Creep Camps, aber alles noch Platzhalter-Creeps und die geben Ressourcen. Vision gibt es, die sind super wichtig, dass man die Vision Camps. Wie so Watchtower holt. Dann, oder? Genau, wie Watchtower. Okay. Und Ressourcen Camps sind aber auch ziemlich gut. Gibt's noch was? Health Camps, da kannst du dich heilen, wenn du deine Creeps zerstörst. Ah. Respawnen die auch oder sind die nur einmal da? Die respawnen dann mit einem höheren Level auch. Ah, okay. Machine Lab. Zack. Allein wenn ich jetzt schon höre, so Resource Camps, dass es dann vermutlich im Early Game so Fights da drum gibt und wer versucht das zu denyen oder zu last hitten und so weiter. Es gibt aber noch relativ wenige Upgrades tatsächlich. Es gibt zum Beispiel nicht so plus 1, plus 2 Attack und sowas. Es gibt eher nur so Gameplay-Upgrades. Mhm. Also die halt wirklich deine Units sich anders spielen lassen. Es wirkt einfach jetzt auch schon auf mich einfach sehr fast-paced alles. Also ja, es ist super schnell. Guck mal, wie lange geht das? 11 Minuten? Ja. Ich hätte schon eigentlich 6 Basen jetzt haben können oder so. Ne? Hätte ich auch nicht gespielt. Und ich habe viel zu viele Ressourcen. Es wirkt so, als würde es eigentlich so gar kein wirkliches Late-Game geben, sondern es ist eigentlich immer voll in der Action drin. Genau. Also ich glaube, so ist es konzipiert auf jeden Fall. Mhm. Oh, oh. Okay, direkt stuck. Das ist ja nicht so geil. Das sind wie Arkans. Oh, der ist durchgeglitscht. Oh, wir haben durchgeglitscht. Komm, schaffst das. So, dann gibt's hier Medivacs. Die sind aber nur zum Transportieren tatsächlich. Mhm. So, und die Panzer. Die kann man siegen. Zack. Und dann können die auch hier so schießen. Bumm. Oh, ah, okay. Die haben so ein langsam fliegendes Projektil. Machen die Friendly Fire? Da komme ich gar nicht hin. X. Oh, aber ja, Friendly Fire. Krass. Okay, das sind wie richtige Siege Tanks. Aber halt langsamer, ja, ne? Ja. Man kann dodgen. Das ist ein bisschen wie Ravager, ne? Die Shots, die du so platzieren kannst. Stimmt. Ach guck mal, der macht sogar automatisch die ganze Zeit dann dahin. Ja, der schießt da hin, der schießt da hin. Und jetzt die Frage. Ich kann ihn einladen im Siege-Modus. Droppt auch wieder gesieged? LOL. Es ist all over again. Das ist wie StarCraft 2. In der Beta. Wann war das? Heart of the Swarm? Stimmt, Heart of the Swarm war das, wo du die gesiegten Tanks anpicken konntest. Oh mein Gott. Oh. So, was ist hier los? Schießen die direkt? Ja, haben die einen Auto-Tag? Glaub nicht. Oh, doch. Oh Gott, das stelle ich mir das nervig vor. Das ist ja richtig assi. Aber die machen nicht so insane viel Damage auf jeden Fall, wenn sie hitten.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise die haben halt ein bisschen mehr HP hier, die. Ja, ja. Aber du siehst schon, ne, das ist hier wirklich so. Es ist halt Micro. Terran Micro auf jeden Fall. Ja, ja. Das Volk. So, dann die hier. Ah, ja. Kann es hier so durchchargen. Bums. Wie cool. Das Stunt, glaube ich auch. Okay, dann wollte ich fragen, machst du auch Damage, wenn du einen Gegner hättest? Stunning, 3 Seconds sogar. Und 50 Damage, oder? Steht da. Ja. Das ist krass. Also unfassbar viel Micro in dem Spiel. Mhm. Weniger Makro, würde ich sagen. Ja, viel weniger. Aber mehr als Warcraft 3. Was ist das hier? Hornet. Light Mechanical. Wie schießen die denn? Gibt's hier, kann ich meine eigenen angreifen? Piu, piu, piu. Das Anti-Air? Skymine. Skymine. Ah, da kannst du quasi Medivacs blocken. Ja, genau. Ah, die Bio-Units haben wir jetzt noch nicht gehabt. Hier gibt es jetzt den Medtech. Das sind jetzt die hier. Die Healer. Also die hier. Die Exos sind so ein bisschen Marines dann? Die sind so ein bisschen Marines. Mhm. Auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier ist es leer. Und das wird auch leer. Ich weiß nicht, ob es nochmal wiederkommt, wenn das einmal leer war. Also die, auf jeden Fall sind Ressourcen auch super schnell leer. Ja. Deswegen ist das Expandier so ganz wichtig. Was ich nochmal probieren wollte, was ist eigentlich, wenn wir so bauen? Wie funktioniert das? Teilen die sich direkt auf? Ja, ne? Ja. Nee. Muss man da noch... Hä? Okay, die fahren die Queue ab. Das ist ein bisschen wie bei Protoss. Dass du die Gebäude queuest, dass du... Ja, aber warum kann ich die nicht direkt jetzt mit dem an... Das finde ich blöd. Wenn die sollte man direkt spreaden können. Das fehlt auf jeden Fall noch. Aber guck mal, wie ineffizient ich jetzt bin. Ja, ja, voll. Also so bauen ist auf jeden Fall schlecht noch. So, okay. Dann machen wir jetzt ein Match. Ja. Und beim Match erkläre ich Infernals. Ich erzähle einfach, was ich mache. Ja, völlig egal. Das. Wir spielen erstmal die erste Map. Ja, können wir da so durchgehen. Dann können wir so durchspielen. So, ready. Yes, was ich hier? Ready. Ah, ich kann sogar Start Game drücken. Guck mal. Hä? Das ist ja assi. Oh, geht ja schon los. So, oh Gott. Warte mal, wie mache ich hier? Ah. Ich beiß hier direkt meine Imps. Okay. Schick mal den Hund los. Wir mal gucken, ob man hier Fast Expanded spielen kann. Ja, war der schon los? Nee, ich hab jetzt, als du gesagt hast. Okay, dann gucken wir mal. Ich versuche mal jetzt zu expandieren, nämlich, weil der Hund ist super stark. Weil eigentlich muss man Fast Expansion mit Infernal spielen, aber der Hund verhindert das irgendwie. Mhm. Und ich hab wirklich schon 3 oder 4 Worker runtergeschickt. Hat nicht geklappt, gegen guten Spieler. So, ich mach mal. Ich versuche mal trotzdem jetzt eine zweite Basis. Kostet 350. Das heißt, ich gehe mal mit dem runter. Mal gucken, wo der Hund ist. Weil es ist eine andere Map auf jeden Fall. Auf der Map kann ich das Timing nicht. Da, guck mal, da ist er schon. Das heißt, unmöglich zu expandieren. Puff. Der ist so asozial, dieser Hund. Hast du überhaupt irgendeine Defense? Kann ich einfach hier hinlaufen und angreifen? Ja, kannst du. Aber du verlierst halt AP, wenn du kämpfst. Und ich habe weiße AP, das ist wie Schilde. Ah, aber ich bekomme einen Worker. Nee, oh! Kommst du nicht. Hä? Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du gesagt hast gerade erst. Wie Schilder, habe ich gesagt. Ja, das habe ich erst nicht gerafft. So, jetzt hast du AP verloren, jetzt gehe ich expandieren. Also, ja, es klappt. Ich muss expandieren, Leon, ich habe keine Supply-Depot. Lass mich mal expandieren. Nee, ich warte. Das ist ganz wichtig, dass ich hier im Kreis laufe. Ich mache heute deshalb gar kein Makro übrigens, ne? Ich weiß. Deswegen ist mir das auch egal. So, was ist das hier? Ah, ich will Vision erhöhen. Nee, der macht kein Damage an Gebäuden, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Nee. So, ich mach mal jetzt hier. Ich brauche super viele Gebäude, um zu bauen. Ich kann aber überall bauen, merke ich gerade. Kann auch hier bauen. Muss gar nicht auf Creep bauen. So, wo ist ein Supply Depot? Farm. So, ich habe gesehen, Mana baut die Meat Farms immer auf die Map. Die machen irgendwas nämlich. Man kann, glaube ich, Man kann die Dinger, die da raus spawnen, also in dem Pro-Match, was Mana gespielt hat, auf der DreamHack, da spawnen so kleine raus und die kann man irgendwie essen, um HP zu regenerieren. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Das habe ich bei ihm nur gesehen. Ich glaube, es können auch nicht alle Units. So, ich brauche super viele von diesen Iron Walls auf jeden Fall. 5 oder so. Das sind meine Produktionsgebäude, meine ersten. Zack. Wir machen ganz viele erstmal, direkt. 4. Es gibt auch Cheeses. Ich habe auch schon Cheeses abbekommen. Mit den Furnets vor allen Dingen. Weil man kann seine Produktionsgebäude überall bauen. Mhm. Guck mal, der jetzt rumläuft, der hat dich gerade angegriffen, ne? Ja, das, der hat die Autotecken. Ich habe die immer nach hinten gebaut, aber es ist falsch. Man baut die also noch
Haust du ab hier? Mit dem scheiß Hund. Puff. So, hier, jetzt baue ich mal hier so ein. Haha! Nimm das, meine Brut. Und das Coole ist an den Infernals, sobald ich die Gebäude habe, laden die auf, aber ich muss die noch nicht bauen. Ich kann die hochstacken und dann alle auf einem Schub rausballern. Oh. Ja, weil die halt so instant bauen. So, und was man im Early Game halt eigentlich direkt haben möchte, ist irgendwie das, na, auf dieser Map glaube ich gar nicht so wichtig, aber ein Vision Camp. Meistens sind die Vision Camps, oder auf anderen Maps waren die Vision Camps auch mal direkt vor der Basis. So, ich versuche jetzt, keine weißen AP zu verlieren. Mhm. Weil die weißen AP sind wie Protoschild, die laden auf, wenn ich zu Hause auf meinem Creep bin. Und dann gibt es hier so welche, das sind Tower, Soulstorms. Ich versuche mal hier so ein Vision Camp zu bekommen. Und jetzt stacke ich erstmal weiter hoch. Ich mache jetzt direkt eine dritte Basis. Alter. Ich glaube, die sind so angelegt. Bin mir nicht sicher. So, und der ist jetzt weiter weg und ich habe als Infernus nichts, um da näher ranzukommen, außer noch eine Main Base. Will ich aber eigentlich nicht. So, und jetzt gibt es hier so Platzhalter-Mobs an den Camps. Das sind alles Hühner. Mal sehen, vielleicht bleibt der Level 1 sogar ein Huhn. Und jetzt habe ich hier Vision. Ja, sieht man auch, ist noch ein Platzhalter. 230 Sekunden. Das ist wie ein Senaga Watchtower jetzt. Greifst du an? Hey, dein Hund ist gestorben. Doch, ich würde mal gucken. So, und das ist jetzt, ich glaube, der schießt auch, der Shroud Stone. Ja, der schießt. Also gut im Early Game. So, immer weiter. Villager Pumpen oder Imps heißen die. Mehr Meat Farms. Und man hat, ach ja, die Soulstones, die machen auch Creep. Und die Meat Farms haben wir gesehen, sind auch auf die Map bauen. So, und dann kann man hier. Creep regeneriert meine Einheiten. Ich weiß gar nicht, ob die mich schneller machen. Ich glaube nämlich nicht. Und die Units sind halt super stark, also gleich die ersten Units. Zeige ich euch gleich warum. Ich schicke gleich mal kurz ein paar, mal sehen, ob er daran stirbt direkt oder wie gut er schon ist. Ja, und ich greife dich jetzt an. Ja, ich sterbe, bin tot. So, das Schlechte ist aber, wenn ich jetzt loslaufe, verlieren die direkt weiße AP. Das heißt, bis ich drüben bin, habe ich nur noch meine normalen AP. Ah, verstehe. Das heißt, die sind zum Verteidigen super stark, die Infernals, aber zum Angreifen halt schwach. Ja, das ist so deren Main Mechanic. Ja, so ein Resource Camp. So, und das Lustige ist nämlich, man kann mit denen so kämpfen. So, gucken wir mal hier. Alter, so viele. Da ist doch noch gar nichts. Guck mal, kurz bevor die sterben, mach ich die einfach zu zwei Zerklingen. LOL. Oder einfach alle. Okay, das ist ja wild. LOL. Und du bist einfach direkt tot, Lea. Das muss aber besser werden. Ja, ich habe gerade noch so ein bisschen rumprobiert, aber das ist ja wild. Warte, mach ich mal hier Z. Ja, guck mal, so super stark jetzt deine Bobs. Und normalerweise sollte ich jetzt nicht kämpfen, aber ich warte mal drauf. So, ich lasse dich nochmal ein bisschen rumprobieren, ne? Dass die nächste Runde, dass du ein bisschen mehr Gegenwehr machen kannst. So, ich werde jetzt mal versuchen. Ich habe nämlich gesehen, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, waren immer super schnell vorbei und eigentlich mit den ersten Units entschieden. Aber es gab dann auch ein paar bessere Spieler. Auch in Infernals gegen Infernals. Und die haben schon richtig strategisch gespielt. Und zwar die zweiten Units sind relativ stark. Das sind so Ranged Units. Ich glaube, die gibt es in der Konklave. Bauen wir die mal. Das Coole ist halt an den Brutes. Also wenn man halt richtig gutes Micro hat, dann lässt man die immer auf 0 AP oder auf 1 AP gehen und morpht die dennoch in Zerklinge. Also in diese kleinen Spit Brutes. Kann man gerade im Early Game richtig viel rausholen. Also alles super krass micro-orientierte Spiele halt. Ja, ne? Ist jetzt erst aufgeräumt? Ja. Dann bist du ja tot, gar nicht, oder? Mal gucken. Bin ein Macher. Okay.
Weil man braucht super viel Produktion. Mhm. Also vor allen Dingen mit Infernals, aber ich glaube mit allen. Machen wir mal ganz viel hiervon und noch weiter hiervon. So viele wie geht. Und wie bei den Zerg werden meine Worker halt wirklich zu den Gebäuden, ne? Mhm. Ich kann sehr schnell sehr viele Worker bauen. Aber die sind dann halt auch wieder weg, wenn ich irgendwas morphe. Also wie bei den Zerg. Und gleichzeitig kann ich halt versuchen, meinen Creep hier nach vorne zu bringen. Ja, die Türme schießen halt auch. Und geben Vision. Das ist Vision Camp weg. Jetzt versuche ich das mal wieder zu holen. Ich hätte schon gerne hier die Vision. Und jetzt kann ich hier gleich Gaunts heißen die. Meine ersten Range Units. Mhm. Und die haben auch einen Tag, nämlich so ein Schild. Das habe ich selber noch nie gespielt, aber das habe ich bei Gegnerspielern gesehen. Was ist hier denn los? Control E war das, oder? Ja. Was ist denn mit dem passiert? Da sollte ich was bauen. So, und jetzt sind hier am Level 2 Camps und zwei Mobs. Einer davon ist größer. Oh oh. Noch direkt stärker. Ah. Vision, was ist das? Neutral Unit. Hä? Okay. Oh. Hä? Gehört das so? So, weiter pumpen. Was brauche ich? Meat Farms. Irgendwas kann ich noch hier mit denen machen. Irgendjemand kann die konsumieren, nämlich. Nämlich meine. Was war denn das? Ich brauche es mal taggen. Wie taggt man? Da. Greater. Was ist mit dem Ready Point? Wieso funktioniert der Ready Point nicht? Was macht ihr hier? Sind die alle betrunken? So, zack. Und die kann man auch upgraden. Die defensiven Türme. Was können die so? Regeneration von der White Health? Das hört sich interessant an. Was ist das? Hä? Oh, krass, die können sich duplizieren. Aber nur für 30 Sekunden. Okay. Interessant. Machen wir hier mal bei Defense. Ist ja wichtig, der Spot, ne? Okay. Das sieht gut aus. So, und jetzt pumpen wir die Scheiße gleich richtig fett. Pass auf. Geil. Alles vorbereiten. Weiter Villager. Wir sagen mal Worker. Ich sag jetzt, weil wir so viel AOE gespielt haben in den letzten Jahren, bin ich voll auf Villager noch immer. Okay, hier die Ready Points. Irgendwas ist mit meinen Ready Points. Sind die verbuggt oder bin ich betrunken? So, und dann gibt's. Jetzt haben wir getaggt. Jetzt holen wir einen Ritual Chamber. Und. Shadow Cleft. Das sind meine beiden Tag-Gebäude. So, und jetzt pass auf. Ich pass auf. Pass auf. Achtung. Und so, jetzt haben wir eine Armee. Pass auf, da kommen sie. Alter Junge, ist das immer. Ist das immer. So, und die kriegen jetzt irgendwie auch ein Schild. Das muss ich aber freischalten. Das ist super stark, das Schild. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal. Gucken, was Leon so treibt. Ich guck noch mal, ne? Ich guck noch mal. Weiter Meat Farms. Was ist das hier eigentlich? Spinne. Wie viel bringt die? Resource Camp. 40. Hey Leon. Oh, ist ein Panzer. Ein paar Panzis. Oh, du bist ja voll im Spiel. Scheiße. Ja, ja. Hätte ich voll unterschätzt. Ist auch so eine Engstelle hier.
Oh, mein Spiel ist gecrashed. Victory! Ist gecrashed? Ja. Einfach zugegangen? Ich habe so einen Unreal Crash Report. Okay, schade. Aber hättest du es gehalten? Nee, auf keinen Fall. Nee, hättest du nicht gehalten. Ah, wobei, meine Range, also deine Panzer da hinten, die stehen schon gut. Ja, Panzer ist ganz nice. Okay. Okay, so, das war das erste Match. Dann machen wir jetzt mal... Ich verstehe jetzt auf jeden Fall schon viel mehr. So nach dem ersten Mal. Das ist gut. Dann machen wir jetzt mal Match 2 und jetzt würde ich... Ich spiele mal eine Runde so, wie ich gegen den richtigen Gegner jetzt spiele. Ja, mach das, ne? Mach das. Gib mir keine Gnade. Ich mach dich direkt gut. Mach ich krass. So, Jacked Maw, wir spielen jetzt die zweite Map. Mhm. So, was mache ich denn, wenn ich nicht... Dann muss ich ja direkt eine Unit bauen, damit ich expandieren darf überhaupt. Alter, wo bist denn du gespawnt? Was ist das denn für eine Map? Heftig. Die habe ich im Showmatch gesehen. Die hat eine neue Mechanik in der Mitte, da die Pfeile. Ja. Wenn du den freikämpfst, dann kriegst du eine Siege-Unit. Die fährt dann einfach Siege-Camp, rüber. Ja, ich seh's. Sah lustig aus. So, meinst du, ich kann hier eine Fast Expansion spielen, bevor dein scheiß Hund da ist? Probier's mal. Aber wenn ich es probiere, dann habe ich schon verloren, wenn es nicht geht. Das ist richtig. Wobei, ich weiß nicht, ob du gegen mich also nicht verloren, aber in einem richtigen Spiel. Ja, ja, das stimmt. Deswegen, ich versuche mal eine richtige Build, oder? Ich baue mal direkt einen Iron Vault für Units. Ah, guck mal, da ist schon dein Hund! Wuff. Ich könnte halt versuchen mit 3 Workern oder so, ne? Aber das ist ja Quatsch. Jetzt geht das hier schon wieder los, weißt du? Die scheiße Micro Merlin, ey. Oh, ganz schön da dran, guck mal! Oh, guck mal da! Hör auf! Stopp! Haha! Hat dich getroffen. Einfach weiter. Oh, doch nicht! Doch, nee, doch nicht! Warte, mach direkt Meat Farm. Ja. Kannst schnell die HP überbringen. Oh, warte, guck mal hier. Schon HP verloren. Und da, oh, nochmal. Oh, guck mal da, nochmal. Hörst du auf? Guck mal, Noob hat er jetzt schon verloren. Der wird komplett ausgerastet. Ja, der war halt 4, das ist gar kein Bock auf die Scheiße. Direkt 2 Villager zum Hund verloren. Geil. So, jetzt kann ich den hier bauen. Und dann gehe ich expandieren. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Boah, Alter. Ja, der haut ready rein. Der macht ja richtig Damage. Der ballert. Gibt's hier 3M? Ja, da oben. Direkt falsch gebaut. Nice. So, jetzt machen wir mal hier. Davon 3, würde ich sagen. Leon, ich rush dich mal. Ich versuch dich mal zu rushen, okay? Mal sehen, ob das klappt. Wenn du es weißt, auch schon. Aber die Map ist viel zu groß. Ich verliere meine ganzen HP jetzt beim Rush schon. Das ist, glaube ich, nicht smart. Ich rush dich doch nicht, glaube ich. Okay. Ich weiß es noch nicht. Okay, ich muss gleich überlegen. Überleg's mal. Ich mache jetzt erstmal, gibt es hier irgendwo ein geiles Camp oder so? Health Camp? Gibt keine Vision Camps? Speed Camp, Level 1. Ha, dein Hund ist tot. Nicht der Hund. Aber nur im Game. Der echte lebt noch. Das stimmt. Zum Glück. So, das können wir mal hier. Dort noch. Ich rush doch nicht, ich mach Triple Expo. Ich bin entschieden. Ich komm's mit 20 Einheiten. Was ist das denn? Schaffe ich den überhaupt? Ui! Wildschwein? Goat. Okay, das hat sich, glaube ich, nicht gelohnt, das zu benutzen jetzt, ne? Das kann ich noch nicht, dass da jetzt eine Goat ist. Das macht Sinn. Nicht gut. Hühner, Goat, bin dabei. So, aber das hat sich jetzt gar nicht... Gibt's einen Weg durch die Mitte eigentlich? Was ist das hier? Ja, oder? Ah, das sind so Bäume dazwischen. Ich glaube, du musst die Bäume kaputt machen. Das sind so tote Bäume, weißt du? Die haben eine andere Textur hier. Meinst du, da kann man... Ich versuche mal, ob man da durchgehen kann. So, schön Triple Expo. Geil. Komm einfach durch. Nee, hä? Die sind zu dick. Ich glaube, die sind zu dick. Ich glaube, deine Hunde passen durch. Ja. So, mehr Villager. Okay. Keine weißen HP mehr. Gucken wir mal, was hier geht. Jetzt kommen wir mit Scouts. Hä, der hat der Leben verloren. Ich hab ein Camp gemacht.
Ja, die gehen ja gar nicht für den, die Schilde. Alter, guck mal, Micro, hast du das gesehen? Also 10. Aber die sterben jetzt trotzdem, weil die auf Creep sind, leider. Oh, völlige Überreaktion. Aber es ist nur Cooldown, oder? Ja, was ist, wenn ich jetzt mit noch einer Armee komme? Das wäre schlecht. Guck mal, den. Stirb. Was ist hier los? Our forces are in battle. Was hast du denn für ein Camp gemacht überhaupt? Ressourcencamp. Hä, wo ist denn das? Direkt vor meiner Basis. Da! So, hinten, weiter Makro. Den Turm bauen, Defense. Alle aufsplitten. Du dahin. Okay. Oh, ich hab dein Auto. Hä? Hast kein Schild mehr? Ah, du hast Schild. Ach krass, so schnell hat das ja immer. Du brauchst ja gar keine Defense. Ja, zum Glück. Das wird mir echt nicht gut gehen. Dein Auto. Nicht? Oh, das kann ich nicht durch. Dein Auto. Dein Auto. Scheiße, dein Auto doch nicht. Dein Auto, nein. Dein Auto doch nicht. Hab deinen Bob. Nee, ich bin Bob. Hab deinen Bob. Noch ein Bob. Ja, nicht wahr. Guck, siehst du Micro? Alter. Krass, oder? Geübt. So, was ist das hier? Okay. Was gut? Oh. Ich will ein Auto jetzt! Auto gehört mir! Hey, ich hab verkackt. Ich hab mein Micro verkackt. Nimm mein Bob. Nein, Auto. Okay, ich brauche die. Hallo, mein Bunker heilt meine Einheiten. Was? Ja, der macht so Mechanical Repair. Ich brauche Ethereum. Wieso habe ich das noch nicht? Ich bin so schlecht. Passen deine Autos durch die Bäume? Warte, ich kann gleich mal gucken. Durch die Bäume, ich gucke. Nee. Noch geblockt. Ist nicht durch. Nee. Okay, meine Zerklinge passen nämlich. Was? Das ist ja unfair. Ja, aber meine Dicken nicht dafür. Ja, das ist fair. Was ist hier? Ah. Okay, das ist interessant. Scheiß Bäume. Das hier bauen. So, den mal. Our forces are in battle. Langsam kommt der Laden hier zum Laufen. Dahin. Wie schwer ist das wohl? Ich brauche ein Hauptgebäude-Upgrade da. Meat Farms. Davon. Die alles spreaden. Das. So, versuchen wir mal so ein. Interesting. Das sieht schwer aus. Hast du Camps gerade? Ich versuche mal so ein Siege Camp. Ui, die Hühner hauen richtig rein. Ah, schaffe ich das?
Ja, schaffe ich. So, was passiert jetzt? Our forces are in battle. Oha, okay. Ah! Den nehme ich mit. Das Mikro ist ja voll schwer. Our forces are in battle. Also hat der eine gerade ein Level-Up bekommen? Die eine hat so ein... Was? Echt? Ja, meine Einheit hat ein Level-Up, glaube ich. Deine? Ja, die, ach, guck mal. Wenn du, krieg mal deine Einheit an, eine Kampfeinheit von dir. Und ja. Dann kannst du unten hast du halt so Attack und sowas und links das Zeichen. Ah, du hast das gar nicht, warte, ich zeig mal bei mir. Nicht. Hier, der ist Veteran, sieh. Der hat plus 46 AP und plus 10% Weapon Damage dadurch. Ey, das ist ja broken. Das ist ja voll geil. Das ist ja absolut broken. Gefällt mir aber, dass es solche Mechanics gibt. Oh, hä? Das Dienstding ist da. Aua! Greif an! Was macht er auch? Macht er Chan? Ja, der macht so wie, das ist wie mein Tank im Prinzip. Boah. Alter, wie Damage machen denn deine Units? Was soll ich da denn gegen an? Aber gar nicht. Ich hab gerade gedacht, der Staubsaugerroboter geht los, aber es ist irgendein anderer Sound vom Spiel, glaube ich. Genauso an. So. Immer mehr. Viel zu viel Ethereum. Jetzt heißt aber, was gut ist, dass die Dinger hier bauen. Kann man gedrückt halten? Nee. Wie kann man Bäume kaputt machen, außer mit dem Charge? Nur mit dem Charge, glaube ich. Okay. Doof. Wobei, vielleicht habe ich eine Idee. Ready for action. Hit me. Yes, Commander. Get a move on. Ui, hier ist er auch. Was ist jetzt hier? Ah, ja. Okay. Hemoglave Infusion, ja, hört sich gut an. Shadowflyer, Imps. Imps use Flame On Ability. Was sind die Imps? Das ist noch mein Worker, oder? Hä? Was ist das? Invalid location. Du hast eine Creep schon. Wo kommst du? Ich bin mich gar nicht bereit für so einen Kampf jetzt hier. Ich glaube, deine sind ziemlich stark. Hast du viel. Oh, du bist in meiner Basis. Boah. Oh. Stark sind deine Units. Oh, hab ich die geklärt? Die ist einfach alles geplatzt. Perfekt. Die Fähigkeit? Ich brauche die Fähigkeit. Our forces are under attack. Ist ich. Alter! Was ist das denn? Das ist ja das neue Protoss! Ja, Mann! Meine Units sind ja gar nichts wert! Das ist ja insane. Aber die sind halt auch gelevelt jetzt über Zeit, ne? Tatsache. Was anderes. Was ist das? Kein Geld mehr, Leon. Muss jetzt weg. Okay, ich geh weg. Er geht ja wirklich weg.
Ich muss heilen. Scheiße. Ey, ich hab so viele Ressourcen da reingeworfen, ne? Ja. Ich hoffe, ist dir klar. Ja, ist wirklich klar. Du direkt wirst immer Volk erwischt. Ja, klar. Direkt ja. Wieder. Warte mal. Heavy Mechanic, warum werden die nicht geheilt? Wie krieg ich das Healing? Warum heilen diese Bunker nicht, aber dieser schon? C? Repair or Medic? Ah? Was ist ein Fellhawk? Das. Oh, Alter, das ist viel Micro. Mhm. Ich hab so viel zum Micron. Gar nicht was tun. Oh. Oh. Yes? Warte, ich muss tacken. Was ist das? Nee. Magmadons. Roots. Das? Das? Das hier sind Magmadons, okay. Die können das. Flying Unit, okay. Ist das, dass es neben der Basis gebaut ist? Huiuiui. Ah, jetzt habe ich habe einen großen Fehler gemacht. Okay. Ich habe falsch meine Gruppen aufgeteilt. Hauptgebäude auf 5. So, 5. Die anderen alle auf die 4. Produktion mache ich auf 4. Nee, ich bin nicht ready. Ich hab so viel zu Micron, Leon. Was ist das für Riesendinger da? Ich weiß nicht, was ich. Warte! Lass mich nicht mal ausprobieren. Ja, okay. Da! Ich bin überfordert. Ah, du kannst dich reinpullen. Nein, töte die nicht, die sind super teuer. Hör auf. Wie werden die Units abgehen, Alter? Was? Oh, was ist los? Ich hab so einen krassen Bug. Ich auch. Nee, ich muss weg. Ich muss ganz dringend weg hier. Das war kein guter Trade. Uiuiui. Ich verstehe aber nicht, warum der eine Bunker heilt, aber der Rest von meinem Bunker nicht. Der eine ist irgendwie anders und ich verstehe nicht, warum. Vielleicht hast du da was reingetan? Ich glaube, man kann da irgendwie was reintun. Ich habe ein SCV reingemacht, ja. Ja, und die, genau, der Bunker hat irgendwie verschiedene Fähigkeiten. Ah, das heißt, wenn ich nachdem, was du reintust. Why? Ah, okay. Das ist ja geil. Oh Gott, hier ist schon alles leer. Okay. Solange verstehe ich, wie meine Units funktionieren. Wo bin ich im Battle? Was war das? Hast du irgendwas bei mir in der Hauptbasis? Ja. Ist es nicht? Was Unsichtbares oder so? Oder? Aber, was war das? So, Freunde, ich habe so viele Tasten zum Drücken, das ist insane. So krank.
Warum baut ihr denn nicht? Was ist denn hier los? Oh, okay. Was ist denn hier los? Ready for action. Your ball to call. Get a move on. Moving out. Atlas here. I walk it like I talk it. I walk it like I talk it. Ist ja eng. Oh, voll die gute Camp-Map, ne? Warte mal, ich komme auf 260 zu Blei? Ey, Junge! Ist das dein Ernst? Was soll ich dagegen machen? Das ist ja eine Schweinerei. Die Situation ist ein bisschen buggy, glaube ich. Oh Gott! Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ist alles tot! Ey, Bruder, was ist denn mit den Units? Ich spiele das aber auch falsch. Mach ich denn, wenn ich keine Ressourcen habe, Leon? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Jetzt hör doch mal auf mit deinen scheiß Panzern! Guck mal, meine haben überhaupt keine Range. Ja, geht nicht so. Aber die sind sehr tanky dafür. Nein. Ist teuer, oder? Ja. Jens verdient das mit weh, ne? Ich hab alles verloren. Also, ich bin ehrlich, bei mir sieht es auch nicht so krass aus. Wiederum. Mir fehlt halt hier das zweite, das Ressource. Das ist halt auf Dauer. Echt, mir fehlt nur die erste. Ich hab 5000 von der ersten, aber ich kann das zweite gar nicht ausgeben. So, die kann ich irgendwie. Die können die snacken, glaube ich. Aber nur weiße AP, ne? Ja. Ja. Our forces are under attack. So, was ist hier? I'm in the fight. Right behind him. At your disposal. Aha. Awaiting further instructions. Got an itchy trigger finger. Your ball to call. Alter, du hast ja alles zugebunkert. Meine Jungs sind aber nutzlos. Ja. Komm, die machen nicht mal Schaden. Ey, ich verklag die direkt, ne? So, was habe ich noch für... Was habe ich noch für Tools? Ihr seht das auch, ne? Also, das ist hier wirklich... Was soll ich denn machen dagegen? Du hast gesagt, Mac ist geil. Du hast recht gehabt, Niklas. Yes, Commander. Reporting for duty.
Bruder. Ey. Ich kann auch, das ist auch die Map, glaube ich, ein bisschen. Das kann sein. Okay, ich brauche einen neuen Anfang, ja. Warte, noch habe ich Ressourcen. Ja, perfekt. Muss noch mal gucken, habe ich noch irgendwas? Oh, bei mir crasht du wieder, ja. Oh, ich bin einfach zu gut. Glück gehabt. Ich glaube, das hat irgendwas bei mir mit meinem PC und Unreal zu tun. Ich hatte das bei schon mal bei einem Spiel, dass ich mir diesen Unreal-Fehler bekomme. Ja, das war Stormgate. Gibt einen Kickstarter gerade. Supportet das gerne noch, ja. Das sind Ehrenleute. Ja, Mann. Richtig, richtig gutes Projekt. Und sie machen da echt was Geiles draus, muss ich sagen, bisher. Ich muss auch sagen, tatsächlich habe ich letztes Jahr, als ich das erste Mal reingeschaut habe, falls du dich noch erinnerst, meinte ich zu dir so, oh, nee, das ist nix. Weiß ich nicht, ey. Ja. Aber jetzt, also man merkt krass, wie sich jeden Monat was tut. Und mittlerweile macht es halt schon richtig Bock, ne? Und es fehlt ja noch, es ist ja noch nicht mal Tier 3 da und es ist noch nicht das dritte Volk da. Genau, genau. Man merkt auch, ne, an den Maps, da gibt es ja auch Maps ganz viele. Alle noch... Wie es immer bei StarCraft war es am Anfang auch, die Maps waren alle so ein bisschen weird, ne, bis dann halt die Community-Maps gemacht hat, aber das kommt ja alles, ne? So, war schön mal wieder hier zu sein, Chat. Jetzt bin ich erstmal wieder ein paar Monate weg. Bis zum nächsten Beta-Test, den wir spielen dürfen. Bis wir das nächste Mal Song mitspielen können.